Hund im Auto. Ist es nicht herrlich? Endlich Sommer, Sonne, Wärme. Ja, alles könnte so schön sein. Leider lassen nur auch sicherlich dieses Jahr wieder einige sorglose Hundebesitzer ihre Hunde im Auto. Vielleicht ist die Scheibe noch ein bisschen heruntergelassen worden, in der Meinung, das reicht dann schon. Nein, das reicht nicht. Tasso sagt, ab 20 Grad hat ein Hund nichts mehr im Auto zu suchen. Es gibt verschiedene Empfehlungen, auch von der Rechtsanwältin von Tasso. Ich habe dazu auch noch einen aktuellen Blogpost geschrieben, auch mit einer Verlinkung zu Tasso, dass Sie dann auch nochmal die Rechtsempfehlung nochmal nachlesen können. Denn es ist natürlich auch die Frage, wie verhalte ich mich, wenn ich jetzt einen hitzegeplagten Hund im Auto sehe. Also Polizei, Feuerwehr anrufen ist immer eine gute Idee. Aber es dauern ja auch wieder ein paar Minuten, bis die vor Ort sind. Und die können schon entscheidend sein. Wie verhalte ich mich in so einer Situation? Dazu in meinem Blogpost eben noch ein paar Infos. Aber ja, die Rechtsanwältin von Tasso gibt dann auch noch Tipps, wie man da am besten vorgeht. Dass natürlich auch dem Hund geholfen wird und so schnell wie möglich. Aber dass man auch nicht noch eine Anzeige bekommt wegen Sachbeschädigung. Was natürlich auch sein kann bei einem Hundebesitzer, der einfach seinen Hund bei so einer Hitze im Auto lässt, muss man damit natürlich auch rechnen.